Hey, hier ist der Frank Heister und in diesem Video zeige ich dir, wie du Kaltkontakte richtig ansprichst. Unser Thema heute ist Kaltkontakte richtig ansprechen. Kaltkontakte auf der Straße ansprechen, Leute, ist die Königsdisziplin. Wenn du das kannst, wenn du das beherrschst, dass du wildfremde Menschen stoppst und die fragst, was sie beruflich machen und sie fragst, ob sie über den Tellerrand hinausschauen wollen und da die Nummer ziehst, die Leute einlädst, die kommen und die einschreibst, dann bist du ein verdammter Network-König. Kann ich das? Na klar kann ich das. Kenne ich Leute, die das können? Na klar kennen wir das. Aber für die meisten Menschen ist dieses Tool nicht geeignet. Nur um die Ängste zu überwinden, aber die meisten Menschen werden niemals rausgehen. Deswegen hier die Marcel Spischer-Story. Jetzt erzähle ich euch was. Und zwar sind wir nach Phoenix, Arizona geflogen. Wir hatten Zwischenlandung in Atlanta, wie immer. Und in Atlanta saßen wir schon im Flugzeug und dann wurde unser Flugzeug aufgehalten. Das heißt, wir mussten stehen und wir konnten nicht weiterfliegen und wir mussten warten und warten und warten. Dann kam die Durchsage von der Stewardess, meine Damen und Herren, wir brauchen noch ein paar Minuten. 20 Minuten später hat der Kapitän gesprochen, meine Damen und Herren, wir warten noch 15 Minuten vor Abflug, dann sind wir ungefähr eine Stunde zu spät. Wir holen das wieder rein, über dem Atlantik, dies, das, bla 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 bla, machen Sie sich keine Sorgen. Es geht gleich los. Wir warten auf einen Passagier, der wird von der Polizei aufgehalten. Bitte keinen Grund zur Beunruhigung. Ein junger Mann, der von der Schweiz nach Amerika reisen will und der einfach überprüft wird. Und es geht gleich los. Jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, so ein Flugzeug, was wir alle für den Hals gehabt haben. Ja, weil ein Typ so bei der Polizei festgehalten wird und wir warten und wir warten und wir warten. Wir stehen, wir sind noch nicht mal am Rollfeld. Wir warten noch und warten und warten und warten. Und ihr kennt das ja, ne? Wenn man dann noch einen 7-Stunden-Flug vor sich hat, insgesamt dann schon 15 Stunden geflogen ist, dann hat man eigentlich gar keinen großen Bock auf sowas. Ich sitze immer im Flugzeug in der letzten Reihe, linke Seite am Fenster. An dem Tag ist irgendwas schiefgelaufen, weil wir haben einen Inlandsflug gebucht im Nachgang und ich habe in der vorletzten Reihe hinten links gesessen. Und hinter mir, mein Platz war wie immer frei. Ich hatte mir schon überlegt, mich da hinzusetzen. Okay, jetzt gab es zwei Möglichkeiten. Entweder der Sitz bleibt leer oder dieser Junge, der von der Polizei aufgehalten wird, wird dort sitzen. Jetzt erzähle ich euch, was gekommen ist. Jetzt müsst ihr euch überlegen, da wartet ein Flugzeug eine Dreiviertelstunde auf den Passagier. Ich bin der Passagier, um den es geht. Ich betrete das Flugzeug. Dann tue ich doch alles, ja, meinen Kopf einzuziehen normal, mich bei den Leuten zu entschuldigen, auch wenn ich nichts dafür kann. Und setze mich ganz schnell auf meinen Platz und hoffe, dass die mich alle vergessen. Was macht der Typ? Kommt rein ins Flugzeug, von ganz vorne höre ich den schon brüllen. Fans, ich bin da, wir können endlich. Wie geil muss man denn drauf sein, dass man so ein Ding da bringt? Sein Arsch kommt in mein Team, egal wie. Den schreibe ich ein, und zwar während des Fluges. Wir starten. Wir sind noch nicht ganz oben, also wir sind noch nicht auf Flughöhe. Konnte ich nicht mehr erwarten, mich mit dem zu unterhalten. Abgeschnallt, direkt als das Zeichen kam, dreh mich rum. Was war mit Marcel? Der war sofort am Pennen. Jetzt pass auf, ich sag, okay, wir trinken auch erstmal was, wir essen auch was, dann schlafe ich eine Stunde und dann spreche ich den an. Das Ende vom Lied ist, wir sind geflogen, ich habe gegessen, ich habe geschlafen, ich war wach, ich habe gelesen, ich habe Walkman gehört. Der hat 9 Stunden gepennt. Die ersten Zweifel kamen, habe ich gedacht, so eine Schnarchnase willst du doch nicht in deinem Team haben. Aber mir ließ das keine Ruhe, dass der wie eine Killersau da reinkam. Und dann habe ich gesagt, ich schaue den jetzt einfach an, wenn wir landen. Und wir gehen runter, wir gehen aufs Rollfeld. Jetzt muss er ja wach werden, jetzt muss er ja gleich aussteigen. Habe ich den gesponsert vom hintersten Sitz bis vorne zur Tür. Und ich habe ein paar Sachen erzählt. Habe ich gesagt, sag ich, wie ist dein Name? Sagt er, Marcel Spischer. Sag ich, okay, was machst du in den USA? Urlaub oder arbeiten oder wie auch immer? Ja, ich will eine Bäckerei eröffnen mit meiner Tante. Und ich bin jetzt hier extra rübergeflogen. Habe ich gesagt, du hast aber ganz viel auf dich genommen. Sagt er, ja. Sag ich, und das funktioniert alles? Sagt er, ja. Sag ich, okay, pass auf. Ich bin Personalchef meiner Firma. Bin ich ja auch, ja. Also wenn ich Networker bin und arbeite in einer anderen Firma, bin ich ja trotzdem Personalchef meiner eigenen Network-Marketing-Firma. Ich sage, ich bin Personalchef meiner Firma. Sollte das nicht klappen, ich wünsche dir alles Gute, möchte ich, dass du dich bei mir meldest. Wir sind jetzt 4 Wochen in den USA. Wie lange bist du hier? Sagt er, ja, jetzt erstmal ein halbes Jahr. Deswegen haben die mich so lange angehalten, weil ich so viel Bargeld bei mir hatte. Sag ich, okay, pass auf. Ich möchte eine Sache dir sagen, egal was passiert, in den nächsten 4 Wochen lass uns einmal abends treffen, weil ich möchte dir ein Geschäft zeigen, was du auch in den USA neben deiner Bäckerei aufbauen kannst. Dann hat er gesagt, klingt nach MLM. Da war ich direkt in Arsch gekniffen. Dann habe ich gesagt, nee, klingt nicht nach MLM, ist MLM. Hat er gesagt, halte ich nichts von. Sag ich, dann ist dir also besonders wichtig, dass du das selber siehst und erkennst, dass es am Ende für dich das Richtige ist, oder? Und außerdem geht es ja gar nicht darum, dass du da jetzt einsteigen sollst.
sondern dass du es dir anschauen sollst und deine Kuchen backen sollst. Aber wenn es mal irgendwie nicht hier so sein sollte, bist ausgewandert, du bist in die USA gegangen, du hast dein Auto verkauft, du hast keine Wohnung mehr, dann hast du hier ein zweites Standbein. Also hörst dir wenigstens an. Hat er gesagt, ist nichts für mich. Bis zur Tür waren wir soweit klar, haben die Nummern ausgetauscht, für mich war alles klar. Wir haben uns 2-3 Tage später, hat er mich angerufen und hat gesagt, die Tante war nicht meine Tante. Ich musste das sagen, weil ich nicht wusste, ob ich dir vertrauen kann. Das war jemand bei eBay Kleinanzeigen, die hat einen Konditor gebraucht. Ich mache da nur Scheißarbeit für die. Ich muss fragen, wann ich auf Klo darf. Ich muss die Küche putzen. Ich muss dies, ich muss das, ich muss das. Was ist mit deiner Sache? An dem Tag, also am dritten Tag, haben wir den in den USA eingeschrieben. Der hat seine ersten Partner im Direktkontakt aufgebaut, weil ich den an die Hand genommen habe und dem gezeigt habe, was los ist. Der hat US Marines in der Mall angesprochen, hat die eingeschrieben und hat mit denen Kosmetikpartys veranstaltet. Was will ich euch damit sagen? Nicht das Wichtigste ist, nicht auf die Leute zuzugehen und zu sagen, darf ich sie kurz fragen, was sie beruflich machen? Das, was wir im Direktkontakt trainieren, das ist, um die Ängste abzubauen. Sondern es geht darum, im Alltag immer den Impuls zu finden. Wer gefällt mir? Wer ist eine coole Sau? Und wer ist dafür da, dass ich den sponsern kann? Und da gilt es dann, dran zu bleiben, bei demjenigen in Erinnerung zu bleiben. Der war in meiner Erinnerung, ich habe mich in seine Erinnerung gebrannt. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr so ein paar Pitches habt. Wenn du den triffst, stell doch einfach mal die Frage, wenn du dich mal 5 Minuten mit dem unterhalten hast, gibt es denn 1-2 Dinge in deinem Leben, die besser laufen könnten? Gibt es denn 1-2 Dinge, die dich an deinem Job stören? Gibt es denn 1-2 Dinge, die du gerne anders machen würdest? Gibt es denn 1-2 Dinge, wenn Geld und Zeit keine Rolle spielen würden, wie du anders leben würdest? So, und dann nennen die dir die 1-2 Dinge. Entweder sagen sie, weil sie skeptisch oder ängstlich sind, sagen sie, nee, alles in Ordnung, mein Leben ist toll. Ja, dann ist auch gut, dann leg dich gehackt und fahr weiter. Das Wichtigste ist immer, einen Bedarf rauszufinden, okay? Ohne Bedarf keine Einladung. Im Kaltkontakt ist das genauso. Darf ich Sie kurz fragen, was Sie beruflich machen? Haben Sie schon mal überlegt, über den Tellerrand hinauszuschauen? Sagt er, nee, bin vollkommen zufrieden. Super, dann freut mich das auch. Wenn er sagt, ja, hab mein Chef kann ich nicht so leiden, meine Arbeitszeiten. So, nur mal angenommen, es gäbe eine Möglichkeit, wie auch Sie in Zukunft Ihr eigener Chef sind, Zeit und Raum selbst entscheiden. Wird das grundsätzlich möglicherweise, all je nachdem, eventuellerweise, ganz groß bauen, diesen Trichter? Interessant. Sagt er ja, bumm. Also, eine Frage, die ihr den Leuten immer stellen könnt, nach den Fragen, gibt es 1-2 Dinge, die Sie stören? Haben Sie sich schon mal überlegt, ein anderes Berufsfeld anzuschauen? Haben Sie sich schon mal überlegt, über den beruflichen Tellerrand hinauszuschauen? Was immer richtig gut ist bei Leuten, die meisten Leute haben zu wenig Geld und zu wenig Zeit. Wenn du jemanden ansprichst auf Network Marketing, nur mal angenommen, sie hätten mehr Zeit. Das ist natürlich etwas, was die Leute bewegt, ja, aber was die nicht richtig greifen und packen und verstehen können. Okay? Die denken dann so, was will der Typ von mir? Aber wenn du sagst, nur mal angenommen, sie hätten mehr Geld, dann werden die Leute skeptisch. Aber jetzt pass auf, jetzt kommt der Clou. Nur mal angenommen, es gäbe eine Möglichkeit, sich nebenberuflich etwas dazu zu verdienen. Wäre das grundsätzlich interessant für Sie? So, und da sage ich dir, sagt jeder Dritte ja. Jeder Dritte sagt dir ja. Nur mal angenommen, es gäbe eine Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten. Abends 1-2 Stunden, wäre das grundsätzlich interessant. Denkt sich der Normalsterbliche, 1-2 Stunden, 15 Euro Stunden und sind 30, sind 150 die Woche, sind 600 im Monat dazu, vielleicht mache ich nicht alles. 400 Euro nebenbei, kann man gut gebrauchen, kann man 2-mal im Jahr im Urlaub fahren oder ich kaufe mir ein neues Auto dafür. Das ist greifbar. Also, wenn ihr jemanden abholen wollt für Network Marketing, geht nicht immer hin, gerade im Kaltmarkt, ja, geht nicht immer hin mit, willst du Millionär werden? Funktioniert doch sowieso nicht. Oder wie viele Millionäre kennst du denn, die es schon geschafft haben? Und wenn ich aber jemanden hole über einen Nebenjob, der den Nebenjob vielleicht irgendwann zum Haupteinkommen macht, der dadurch mehr Zeit bekommt, der dadurch ein neues Leben bekommt, dann ist er mir doch dankbar und fragt am Ende nicht mehr, ja, du hast aber damals nur gesagt, einen Nebenjob, jetzt bin ich Millionär, scheiße. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Gebt uns weiter Herzen. Teilt die ganzen Sachen hier. Schiebt nochmal nach links, wer es noch nicht getan hat. Ladet eure Follower ein. Die können sich den Replay anschauen. Liebe Replay-Zuschauer, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann werde doch jetzt mein YouTube-Abonnent. Vergiss nicht, die Alarmierungsglocke einzuschalten und werde Fan auf der Frank Heister Facebook-Fanpage. Wenn du aber richtig Action willst, wenn du dein Business ganz nach oben bringen willst, dann klicke jetzt auf den Link über oder unter diesem Video. Wir sehen uns gleich auf der anderen Seite.